Hey Leute, hier ist wieder eure Scarlet Orisa zu einem neuen Part von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Im letzten Part sind wir hier in Agrabah ein wenig umhergestreift und in der Wüste gewesen und haben Aladdin gerettet und jetzt möchten wir Jasmin retten, um sie vor Jafar zu beschützen, der auf der Suche nach ihr, einer Prinzessin der Herzen und dem Schlüsselloch von Agrabah ist, was uns ziemlich in den Kram fällt, weil wir ja auf der Suche nach den Schlüssellöchern sind. Zu diesem Zweck habe ich ein paar kleine Vorbereitungen getroffen. Ich habe wieder mal intensivst gelevelt, wie man sehen kann. Ich habe auch an den Ability Points und den Ability selbst ein wenig umgeändert. Ja, ich müsste ernsthaft für Donald noch ein paar Ability Points locker machen. Für Sora auch, aber das kann noch warten. Und an der Ausrüstung habe ich ein bisschen was verstellt. Goofy hat jetzt einen Fleißring mehr. An Items, ja, werde ich jetzt hier im Part aufstocken, denn gleich wird es ein wenig interessanter werden. Das kann ich schon mal verraten. So, dann holen wir mal nur Potions raus. Wie ihr ja wisst, gebe ich meinen Tragecharakteren auch öfter, also meinen anderen Charakteren auch öfter mal was. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Für den Fall der Fälle. So. Jetzt kriegst du noch 4 Äther. Oder sogar, ja doch. 4 Potions, 4 Äther. Wunderbar. Gelevelt sind wir ohne Ende. Abgespeichert habe ich bereits. Und wir müssen jetzt zum Palast. Und im Palast sollte dann... Moment, was ist das denn? Ah, hier ist noch was zum Auslösen. Stimmt, das müssen wir ja auch noch machen. Gut, dass es mir jetzt noch eingefallen ist. Wunderbar, dann würde ich sagen, runter zur Hauptstraße. Und dann springen wir einmal rüber. Müssen vielleicht noch 2, 3 Herzlose erledigen. Und dann landen wir beim Palasttor. Mehr oder weniger. So. Und Sprung. Und weiter geht's. Super, keine Herzlosen, die uns nerven. Dann können wir ja weitergehen. Oh nein, das sind Jafar und Jasmin. Wir müssen sie retten. Und Sprung. Mitten in die Cutscene. Setting your sights a little high. Aren't you, boy? Back to your hole, street rat. I will not allow you to trouble the princess anymore. Jasmine! I'm so sorry, Aladdin. Er hat sie gefangen genommen. Genie, help Jasmine, please. Gute Idee. One wish left. You're making this really easy, you know? So sorry, boy. I'm afraid your second wish has been denied. Huh? I'm sorry, El. And now... Das ist schlecht. I bid you all farewell. Attack! Ja, kacke. Jafar haut einfach mit Jasmin ab. Oh, und lässt uns hier mit einem kleinen Zwischenboss. Aber zuallererst Aero. Ich habe auch nochmal die Shortcuts ein bisschen geändert. Für den Fall der Fälle. Und wir greifen dann mal schön an. Haben schön Shrouding Dark Cloud in der Nähe. Und mit dem neuen Level sollten wir es hinkriegen. Moment. Verflucht! Kommt nur her, ihr. So, wunderbar. Wir haben einen Äther gekriegt von... Wahrscheinlich von Goofy, ja. Und... Ah! Da haben wir den Boss schon besiegt. Wunderbar. Nette Endpose, die wir dann noch hatten. Und wir haben die Girlande erhalten. Ja... Und leider ist Jasmin abgehauen. Sie wurde entführt. Ja. Sollten wir tatsächlich. Verdammt. Ich dachte, wenn wir den Boss besiegen, reicht es. Natürlich weiß ich, dass es nicht reicht, aber bitte. Und jetzt werden wir noch mit einigen Herzlosen zurückgelassen, die wir selbstverständlich nochmal prügeln. Ich habe nicht genug von euch erledigt, als ich hier Power-Training gemacht habe. Nein.
Und bevor ihr euch wundert, warum ich so oft Powertraining mache, Final Mix, ich habe halt Schiss zu sterben. Das mit dem Stelzenknüppler war mir einfach eine Lehre und ich möchte einfach ein wenig mehr erreichen. Und deswegen gehen wir jetzt auch gleich nochmal ins Lager, füllen noch die letzten Kleinigkeiten auf. Natürlich besiegen wir dich zuerst. Mit ganz viel Feuer, den ich jetzt wieder auf den Shortcut gelegt habe. So. Und dank der ganzen Äther, die wir ausgerüstet haben, kriegen wir auch die ganze Zeit was wieder. Dann haben wir noch ein paar schöne Pyropsteine, also noch einen schönen Pyropstein bekommen. So, dann heilen wir uns jetzt mal auf. Wunderbar. Und jetzt können wir tatsächlich sogar in die Wüste aufbrechen. Und zwar zu dem Flecken, wo wir Aladdin gerettet haben. Denn dort müssen wir hin. Und da wird uns einiges erwarten. Jetzt geht's mit Agrabah richtig los. Die Stadt ist nur ein kleiner Teil. Jetzt geht's ans Eingemachte. Und das wird heavy. Das wird richtig heavy. Denn aus dem Sand erhebt sich etwas. Es ist eine große Tigerkopfhöhle, die ihr Maul entgegenreißt und sich bewegt. Der Tigerrachen am Eingang der Wunderhöhle wird von Herzlosen kontrolliert. Zerschlage die Macht der Dunkelheit. Ja, das ist ein weiterer kleiner Zwischenboss, der sehr lustig wird. Sofern wir mal weit genug hochkommen, um ihn auch wirklich zu schlagen. Kann ein bisschen dauern. Meistens müssen wir uns andere Gegner vornehmen, bevor wir das überhaupt machen können. Na komm schon. So. Die beiden kümmern sich um die Herzlosen. Und wir kümmern uns um die Wunderhöhle, die in der Nähe sei, die jetzt den Kopf senken sollte. Genau. Und während sie den Kopf senkt, greifen wir an und versuchen auf der Nase zu bleiben oder auf dem Kopf selbst. So wie jetzt. Dann ist der Gegner eigentlich nicht wirklich das Problem. Wir müssen das übrigens auf beiden Seiten machen. Jedes der Augen muss gelb werden. Jedes von einem einzelnen Herzlosen besiegt. Oh, wir haben es sogar zu dritt hochgeschafft. Das ist krass. Also jeder der drei war einmal oben. Und wir haben den Boss wunderbar besiegt. Wir haben einen AP-Anstieg und einen HP-Anstieg bekommen. Das ist klasse. Und dadurch hat sich die Wunderhöhle jetzt normalisiert. Und dadurch, dass wir einen AP-Anstieg bekommen haben... Lege ich Donald? Nee, geht noch nicht. Schade. Geht's bei Goofy? Nein, auch noch nicht. Ich möchte ihn nämlich gerne Frohnatur anlegen, wie bei Goofy, weil die Kampfunfähigkeit dann schneller aufgehoben wird und wir das gebrauchen können. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Wunderhöhle hinein. So angeschlagen, wie wir sind. Und sehen uns hier mal um, denn dort drinnen scheint Jafar zu sein. Und auch ein ganzer Haufen Herzloser. Wie immer. Und ich kann euch sagen, dieser Ort hier ist genial und schwierig zugleich. So. Wir gehen hier mal mit ein bisschen Magie vor, denn wenn wir hier runterfallen, landen wir in einem unteren Bereich der Höhle und das möchten wir nicht. Ansonsten ist hier noch eine weiße Triotech, die sollten wir uns also im Kopf behalten. Gut, hier kommen noch Taler raus. Hier müssen wir schnell weitergehen. Obwohl hier Herzlose sind. Zuallererst müssen wir uns um dich kümmern. Mit ganz viel Feuer. Feuer gegen Feuer, aber es hilft. Und dann von hinten attackieren, wie bei der Addo-Wampe. Ist ja nur eine Feuer... Also eine feueraffine Variante der Addo-Wampe. Oh Gott. Ich hab's nicht gesehen, dass meine HP so weit unten waren.
Ein Glück sind hier lauter Kügelchen. So, ist hier noch wer oder was? Nein, nur ein Fass. Da hier aber eine Falltür ist, ist das nicht so interessant. Wir öffnen als allererstes die Kiste und erhalten einen Mega-Ether. Apropos Mega-Ether, ich sollte mal ein Item spielen, nämlich einen Ether für Sora. Damit wir im Notfall schnell wieder auf Zauber zugreifen können. So. Jetzt haben wir mehrere Wege zur Auswahl. Zum einen können wir runterspringen. Zum anderen könnten wir hier die Treppe runtergehen. Zum Ort der Relikte, was wir jetzt auch tun werden. Denn wir werden uns jetzt überall umsehen. Wir bitten jetzt aber noch um nichts, sondern wir suchen uns, wir sehen uns hier erst einmal um. Zuallererst erhalten wir hier einen Beatsring. Und die Truhe können wir noch nicht erreichen. Jetzt zumindest noch nicht. Aber wir können zum Ort der Stille. Hier können wir ein Steinchen berühren. Und oh, wir können Wasserfälle hochschwimmen. Interessant. Was wir so alles können, Mensch. Ja, was wir so alles können. Und hier landen wir am Ort der Schatten. Und hier ist tatsächlich ein Speicherpunkt und ganz viele Kisten. Weshalb wir uns hier mal umsehen sollten. Aber leider nicht können. Noch nicht. Das kommt noch. Aber wir können uns hier einmal auffrischen und wir könnten es ja mal mit einem Sprung probieren. Was auch geklappt hat. Sogar sehr gut, sogar. Und wir erhalten eine Hütte. Mal sehen. Das könnte schief gehen. Ja, geht auch schief. Hier kommen wir noch nicht durch. Wie gesagt, noch nicht. Später können wir. Und von hier aus geht es wieder zurück zum Ort der Stille, in dem wir wieder den Wasserfall hochschwimmen. Wirklich eine sehr nette Idee, dass man auch Wasserfälle hoch und runter schwimmen kann. Moment, was? Ach, hier ist eine blaue Trio-Tech, die hätte ich beinahe übersehen. Seht mal hier. Gut, Goofy, komm aus dem Wasser, wir holen die Trio-Tech. Und wir bekommen eine Kiste. Und was ist in dieser Kiste? Das sehen wir jetzt. Ein Blitzragummi, also was fürs Gummischiff. Eine verbesserte Kanone war's? Ich glaube ja. Wo landen wir hier? Am Ort der Scheue. Also hier gibt es wirklich extrem viele Sachen. Extrem viele verschiedene Sachen. Aber ich glaube, hier sollten wir noch nicht sein. Und was passiert, wenn wir hochgehen? Dann kommen wir in der Halle der Speier raus. Oh, hier sind wir sogar halb richtig. Was mache ich denn da? Ich wollte doch Feuer einsetzen und nicht Vita. So, rum und angreifen. Immer den Hintern anvisieren. Super. Und wir sollten nicht in die Furchen gehen. Denn in den Furchen können sich diese Bälle lang bewegen. So. Die Halle der Speier ist auch etwas seltsam. Das ist eine der vielen Fallen, die es hier in dem Gemäuer gibt, welches sich die Wunderhöhle nennt. Wenn wir nicht gerade runterfallen, was auch passiert, dann landen wir einfach im Wasser. Na. Ja. So kann es gehen. Die Wunderhöhle ist extrem weitläufig. Also hier kann man sich sehr leicht verlaufen. Und sehr viel umherhören. Also das ist wirklich krass teilweise, wie man hier umherirrt. Aber ich glaube, es wäre jetzt am besten, wenn wir erst einmal versuchen, zum Anfang zurückzukommen. Sprich, nicht zur Halle der Speier. Toll. Wahrscheinlich kommen wir jetzt nur an einer anderen Ecke der Halle der Speier raus. Ach, nicht mal. An der gleichen Ecke kommen wir raus.
So, wir müssen jetzt aufpassen, dass der Felsen uns nicht erwischt. Und dann können... Dann kann man die Wege benutzen, man sollte es aber nicht. Beziehungsweise nur, wenn man muss. So. Wieder ein ganzer Haufen Herzloser vernichtet. Und wo kommen wir hier raus? Am Höhleneingang. Das bedeutet, hier ist der Eingang, den wir auch hätten nehmen können. Das bedeutet, durch dieses kleine Höhlenkonstrukt, durch das wir gegangen sind, haben wir lediglich eine Alternativroute genutzt. Alles in der Wunderhöhle ist miteinander verbunden. Das heißt, wir können uns hier wunderbar umsehen in der Halle der Speier. Aber wisst ihr was? Gerade weil die Wunderhöhle so groß ist, möchte ich das im nächsten Part machen. Von daher werde ich hier jetzt schneiden und im nächsten Part werden wir uns hier von der Halle der Speier aus umsehen und die Wunderhöhle erkunden, versuchen Jasmin zu finden, versuchen Jafar aufzuhalten, viele Herzlose prügeln, vielleicht ein paar Schatztruhen finden. Ich sehe da oben zum Beispiel einen und wenn wir da rankommen, dann werden wir die zum Beispiel holen. Von daher denke ich, dass das doch ein ziemlich straffes Programm fürs nächste Part ist. Und in dem Sinne verabschiede ich mich von euch. Bis dann, Leute. Bye, bye.